Nach dem Ende der Salier war die Königswahl von 1125 wieder schwierig. Heinrich V. hinterließ zwar keinen Sohn, doch gab es eine stattliche Anzahl von Verwandten. Um die Krone bemüht haben sich Friedrich von Schwaben, Markgraf Leopold III. Von Österreich und Lothar von Supplinburg, der Herzog von Sachsen. Letzterer stand bereits an der Spitze der Opposition gegen Heinrich V. und wurde dann auch gewählt. Der Staufer Konrad hat diese Wahl nicht akzeptiert. Das ist der Beginn der langwierigen Auseinandersetzung zwischen den Staufern und den Welfen. Dieser Konflikt spielte sich auch in Italien ab. Dort stehen sich die Ghibellinen, benannt nach der staufischen Burg Waiblingen, und die Guelfen, Welfen, gegenüber. Zwar gehörte Lothar nicht zu den Welfen, doch trugen diese seine Tradition weiter. Eine Heirat mit der Welfin Gertrud war der Preis für die Zustimmung der bayerischen Welfenherzöge zur Wahl. Während die Welfen und die Babenberger zu den alten Dynastien des Reiches gehörten, waren die Staufer im Vergleich jung. Sie sind nur bis in die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts zurückverfolgbar, waren 1125 aber bereits sehr mächtig im Südwesten. Sie haben ihren Reichtum allerdings auf Reichsgut aufgebaut, das nun von König Lothar zurückgefordert wurde. Das führte zum Konflikt. Im November 1125 definierte eine Fürstenversammlung in Regensburg eine scharfe Linie zwischen Hausgut und Fürstengut. Nachdem der Stauferherzog sich einer gerichtlichen Auseinandersetzung in dieser Sache verweigerte, wurde er geächtet. Ein Reichskrieg kam nicht zustande, doch wurde Konrad, gerade von einer Pilgerreise ins Heilige Land zurückgekehrt, 1127 zum Gegenkönig ausgerufen. Konrad und Lothar wandten sich in Folge nach Italien, um dort mit der Erwerbung des Besitzes der verstorbenen Mathilde von Duszien in Nachfolge Heinrichs V. eine Entscheidung herbeizuführen. So wurde dieser eigentlich deutsche Konflikt nach Italien getragen. 1132 brach Lothar III. Zur Romfahrt auf. Er wurde am 4. Juni 1133 in der Lateranbasilika zum Kaiser gekrönt. Bezüglich der mathildischen Güter lautete der Kompromiss, sie seien in Eigentum des Papstes, allerdings gegen Pacht in Lothars Besitz. 1137 belehnte dieser den Welfen Heinrich, den Stolzen, mit der Markgrafschaft Duszien. Die Kaiserkrönung brachte allerdings die Entscheidung. Die Staufer anerkannten ihn schließlich. 1137 brach Lothar III. Zum zweiten Italienzug auf und starb am 4. Dezember auf der Rückreise in Tirol.